Ja, das vergesse ich nicht, dass sie uns eigentlich im ersten Teil ziemlich in die Mangel genommen hat. Und eigentlich töten wollte. So, da können wir also hier hoch und landen im Ladebildschirm. Ja, wo sonst? Ha! Also warum sollte ich ihr dann vertrauen, wenn sie uns die ganze Zeit töten wollte? Weil, gut, jetzt aktuell braucht sie uns ja. Sie ist nur eine Kartoffel. Ja, aber ansonsten wäre sie jetzt keine Kartoffel, dann würde sie uns wohl töten wollen. Ja, und nun? Und nun? Ah! Das war ja hier. Ui, ne! Ja, shit. Ach, wie toll. Der spastet voll ab da oben. Er spastet voll ab. Okay, die sind ganz hinüber und da sind noch ein, ja, drei Stück, die noch in Ordnung sind. Okay, blaues Gel, orangenes Gel, weißes Gel. Also wir haben jetzt wieder alle Gele. Wenn ich aber jetzt GLaDOS an den Computer anschließe, gebe ich ihr eine Menge Macht, ne? Schließ mich an, die Zeit läuft davon. Ja, ist ja gut. Voll die Kartoffel da reingedrückt. Rache ist eigentlich nicht so mein Ding, aber... Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt sie. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fehler. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen doof, ne? Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Wo willst du denn hin? Nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich. Okay, knapp 5 Minuten habe ich. Ja, ich kann aber nichts setzen. Du immer noch die Anstrengung. Folgender Vorschlag. Du hörst auf zu rennen und ich beschieße dich nicht mehr. Ist das fair? Ah, warte. Weißes Gel. Weißes Gel. Aber du achtest immer noch Nervengift ein. Darum wieder Druck abzug. Okay. Wir haben weißes Gel. Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich. Wirft dann noch Bomben, weil dann kann ich ja versuchen. Dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber die Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich mich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Und das wiederum führt zu Fehlern. Tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. Und jetzt habe ich doch meinen ersten Fehler gemacht. Ich habe dir meinen Plan verraten. Okay, ich muss... Und bei dem, was du jetzt weißt, wirst du das Konversionsgel bestimmt nicht mehr benutzen wollen. Okay, wir haben ihn getroffen. Und jetzt? Was jetzt? Ah. Wie komme ich denn dahin? Wie komme ich dahin? Was geht mit dem? Ach, das ist der Abspastende. Ich muss cool bleiben. Hier kommt die Weltraumpolizei. Helft mir, welche Polizisten. Alles gut, du willst mich sehen. Kauf ein typisches Lob für den Weltraum. Warte, komm, ich muss da hoch. Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Ich finde den so klasse, diesen Abspastenden Typ da. Explosion in 4 Minuten.
Was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Oh, er schießt wieder. Klebt fest. Macht nichts. Ich habe die Schilde neu konfiguriert. Ah, okay. Jetzt muss ich von unten ran. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz. Zweiter Treffer. Jetzt rauche ich wieder so einen Kern hier. Ja, wo? 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 Da oben. Komm, komm, komm. Ich habe jetzt gerade... Scheiße. Oh. Ja, komm. Ich habe ihn. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich... Wie viel Zeit habe ich noch? 3 Minuten. Mist. Au, jetzt wäre ich fast da reingesprungen. Komm, und... Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Wo sind die Schilder jetzt? Komm. Die Zeit läuft, Junge. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Haben die mir jetzt Zeit... Die haben mir Zeit geklaut. Jetzt ist oben und unten. Okay, ich muss jetzt also in die Mitte. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser. Du hättest nur vor einigen Jahren ein paar hundert einfache Tests lösen müssen. Nichts weiter. Nicht mal das wolltest du mir gönnen. Komme ich davon direkt unten durch? Ne, da ist auch eine Platte. Keiner fliegt in den Weltraum. Und noch was. Du hast mich nicht aufgefangen. Ich hab dir gesagt, ich könnte sterben, wenn ich mich aus der Schiene ausklicke. Und du hast nicht mal versucht, mich aufzufangen. Wie krieg ich... Du brauchst nur einen Dummen, der dich aus dem Hyperschlag dir zur Flucht verhilft und dir sagt, wo du die Portalkanone findest. Und wenn dir dann nichts mehr nützt, hat er einen kleinen Unfall, hä? Fällt zufällig aus seiner Schiene, hä? Ich weiß nicht, wie ich... Ihr habt nur mit dem Krieg. Erst gaukelst du mir Hirnschaden vor, dann überzeugst du mich, dass du die Erzfeindin deiner besten Freundin hier bist. Und wenn ich dann widerstrebend die Verantwortung für die ganze Anlage übernehme, wenn ich jetzt warte, bis er schießt. Ah, da kann ich nicht setzen. Scheiße. Ich wette, da kommt nicht mal richtiges Feuer aus den Wänden, stimmt's? Das ist nur raffinierte Beleuchtung und Fachmaschinen. Ich muss irgendwie hinter ihn dann kommen, damit er sich dreht oder so. Und die Stücke, die hier da und aus der Decke fallen, vermutlich. Komm. Vermutlich sind das wirklich nur Stücke von der Decke, aber das spielt keine Rolle. Darauf will ich nicht hinaus. Das war zu langsam. Ich hätte da nicht durchfallen dürfen. Eine Kugel aus Spaß herumdrehen. Grausam. Mensch, liebes, eine Metapher. Ich hätte es wissen müssen. Ich, nee, so funktioniert es nicht. Scheiße, 10 Sekunden. Okay, wir sind gescheitert. Aber ich glaube, ich habe jetzt so im letzten Moment gesehen, wie es funktioniert. 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du schweigst. Ununterbrochen schweigst. Ja, ich muss jetzt hier... Komm, geht es? Ja! Okay, das so hat's funktioniert. Ich darf das Portal erst setzen, wenn die Bomben fliegen. Wo ist denn jetzt der Kern? Da oben. Wie komme ich da hoch? Okay, okay. Hier hin? Wie komme ich da hoch? So? Bevor 1912 das Urei erfunden wurde, gab es nur Ruhe. Ja, scheiße. Der erste Passagierflug fand 1914 statt. Alle anderen kreischten während des gesamten Flugs. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Der Weltraum existiert nicht. Komm, jetzt. Und einpflanzen. Paradoxon Schrödingers Katze. Nein. Beschreibt eine Situation, bei der eine Katze in einer Kiste... Okay, ich hab noch eine Minute. ...und lebendig betrachtet werden muss. Okay. Noch ein Kern eingesetzt. Bei 100%. Okay. Und jetzt? Ein Kernaustausch erforderlich. Ah, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Klar, du hilfst mir. Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein, 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 keine
kein Sarkasmus diesmal. Apart entdeckt. Was? Oh. Feuer in der Part-Auflösungsanlage. Lösche. Scheiße. Feuer. Gut. Ah, das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Ist Part-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Part-Auflösungstaste. Was für ein Knopf? Wie komme ich? Kann ich? Nicht drücken! Komm zurück! Nein! Drück nicht auf die Taste! Lass es sein! Komm zurück! Ah! Drück nicht auf die Taste! Gibt's da eigentlich noch eine Zeit? Ne, es läuft gar keine Zeit mehr, oder? Au! Oh. Scheiße! Oder soll es das sein? Ich hab immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll. Du musst es ja unbedingt Katz und Maus spielen, während alle anderen sich abgerattert haben. Und jetzt müssen wir alle den Preis dafür zahlen, denn wir werden alle samt und klanglos runtergehen. Ich muss jetzt nicht ernsthaft auf den Mond ballern, oder? Mit dem... Ernsthaft jetzt? Orange haben wir da. Blau. Tatsache. Scheiße. GLaDOS rettet uns? GLaDOS hat uns gerettet? Okay. Atlas und Peabody, glaube ich. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Hat sie die Wände geschafft? Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Sie hat weißt du, wie Carolyn ausgelöscht? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Ja, ich seh's. Was? Es war schön. Komm nicht zurück. Hab ich nicht vor? Lässt sie uns jetzt wirklich frei oder ist das eine Falle? Und wir haben den Kuchen nicht gekriegt. Scheiße. Ach, wie toll. Das ist ja geil. Und da hinten der König der Turrets.
Also ich finde es jetzt wirklich toll. Die Freiheit. Die lang ersehnte Freiheit. Der Begleiter Kubus. Mein Lieblingskubus. Also bei den Tools muss man echt aufpassen, dass einem da die Tränen nicht kommen. Also das war echt geil. Did you think I meant you? Would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Sie hat wieder für uns gesungen. So viel Weltraum, ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. Bin im Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ja. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Bin im Weltraum. Der Abspastende ist so geil. Da, wenn wir sie noch einmal wiedersehen würden. Was soll ich sagen? Eine Aufnahmesession jetzt. Und Portal 2 ist zu Ende. Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Also Portal 2 ist recht klasse gewesen. Also war es schon klasse. Hat direkt an Portal 1 angeknüpft. Storytechnisch. Natürlich war da ja eine Pause dazwischen von der Erzählung her. Ich würde mir wünschen, es gäbe noch irgendwo einen dritten Teil. Aber Portal 2 liegt ja jetzt schon so lange zurück. Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass da noch ein dritter Teil kommen wird. Was ich eigentlich wirklich schade finde. Weil es ist meiner Meinung nach ein großartiges Spiel. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und
Ja, mal schauen, wie es hier weitergeht, würde ich sagen, ne? Ich habe da auf jeden Fall was im Hinterkopf. Ich habe da was geplant. Schaltet einfach wieder ein, wenn mal wieder neue Videos kommen. Ist garantiert was Interessantes dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.